Okay, hier haben wir eine wunderschöne Straße mitten im Betzdorf. Sieht eigentlich ganz harmlos aus, wenn man gerade ausguckt. Und jetzt, wenn wir da hochgucken, sehen wir, dass es sich hierbei um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt. Also aufpassen und weiter geht's. Ja. Blinker links. So, und dann fahren wir mal schön vorsichtig hier runter. Da ist keiner da. Also mit Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit ist 4 bis 7 km/h. Das haben wir ja sehr schön. Können wir im Automatik auch super halten. So, jetzt haben wir da auf der zur linken eine Einbahnstraße, aber links interessiert uns sowieso nicht. Ja, ich nehme das einfach mal auf, damit man sich die Schilder in Ruhe angucken kann. Hier haben wir nochmal ein schönes. Rechts vor links, keiner da. Und da über dem Tunnel haben wir ganz viele Schilder. Also wir dürfen zuerst durch den Tunnel, wir dürfen am Ende nur rechts, wir dürfen maximal 3 Meter hoch sein. Und Ende verkehrsberuhigte Bereiche, also hier können wir durchziehen. Das kann sich kein Mensch merken. Ja, und vorsichtig natürlich, wenn jemand im Tunnel ist. Da drüben ist verkehrsberuhigter Bereich, hier aber nicht. Hier haben wir 30. Sehen wir auch sehr schön da an der Seite. Also gut aufpassen. Auch wenn man von dieser Seite hier in den Tunnel reinfährt, hat man quasi im Tunnel startet der verkehrsberuhigte Bereich. Das hängt direkt oben drüber. Das ist auch unangenehm. Aber dazu kommen wir später. Bye, bye.